بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala und bitten ihn um Hilfe und bitten ihn um Vergebung und wenden uns ihm reuevoll zu. Er ist derjenige, der recht leitet. Wen Allah recht leitet, den kann niemand in die Irre leiten. Und derjenige, den Allah in die Irre leitet, den kann niemand recht leiten. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener gesandt ist. Heute werden wir inshallah das Kapitel vom letzten Mal zu Ende machen. Und zwar geht es darum, dass überliefert worden ist, dass einige von der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Götzen wieder anbeten werden. Dann das folgende Kapitel, das ist zumindest der Plan. Das folgende Kapitel ist dann As-Sihr und was darüber überliefert worden ist und dann einige Formen des Sihr, einige Formen des Sihr. Und beginnen wir mit dem letzten Hadith, wo wir letztes Mal angefangen, den wir letztes Mal erwähnt haben, nur als kleiner Einstieg, als Wiederholung, liebe Geschwister. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, das heißt, ihr werdet dem Weg der Leute vor euch, die vor euch gelebt haben, folgen. Hathwa al-quzzati bil-quzza, Pfeilspitze um Pfeilspitze, hatta law dakhalu hud, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, selbst wenn sie in den, wie sagt man, den Ort, an dem sich die Eidechse zurückzieht, in dieses Loch hinein sich verkriechen würden, dann würdet ihr auch hinterher ihnen darin folgen, also auch in dieses Loch hineinkriechen. Und wir hatten den Hadith nicht komplett übersetzt, daran erinnere ich mich noch, und deswegen habe ich den nochmal gesagt. Und dann sagten die Sahaba, Ya Rasulallah, Al-Yahuda wa-Nasara, der Gesandte Allah, meinst du etwa die Juden, die Christen? Und dann sagte der Prophet, wer sonst? Und wir hatten auch nicht übersetzt den Ausdruck Hathwa al-Quzzati bil-Quzza, das heißt Pfeilspitze um Pfeilspitze. Da geht es einfach darum, dass eine Pfeilspitze muss ganz genau geschnitten werden, damit sie durch den Wind fliegt, oder damit der Pfeil richtig durch den Wind fliegt und auch sein Ziel trifft. Ja? Und wir werden dann so geformt sein, oder die Menschen, die den Juden Christen folgen, denen so genau wie eine Pfeilspitze genauso aussieht wie die andere Pfeilspitze. Ja? So genau machen sie den Leuten da. Und dann haben wir erwähnt, dass es viele Beweise gibt in der Geschichte, dass Leute von der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam tatsächlich das nachgemacht haben, was die Juden Christen gemacht haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass die einige Muslime heutzutage das Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern, genauso wie die Christen den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern. Ja. Und machen wir weiter mit dem folgenden Hadith. Hat Imam Muslim rahimahullah überliefert über Thauban radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam folgendes gesagt hat: Inna Allaha zawa liyal arda faraitu mashariqaha wa magharibaha. Allah hat für mich die Erde zusammengerückt, sodass ich den Osten und den Westen gesehen habe. Den Osten und den Westen gesehen habe. Wa inna ummati sayabrugu mulkaha ma zuya li minha. Und das Reich meiner Umma wird sich so weit erschrecken, soweit ich sehen konnte. Wird sich so weit erschrecken, wie weit ich sehen konnte. Das heißt, die ganze Erde umfasst. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضِ. Und mir wurden die beiden Schätze gegeben, der rote und der weiße Schatz. So wortwörtlich übersetzt, nachher reden wir darüber, was damit gemeint ist. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ. Und ich habe meinen Herrn darum gebeten, für meine Umma gebeten, dass er sie nicht durch eine Hungersnot alle auf einmal oder eine Dürre auf einmal sterben lassen soll oder vernichten soll. وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ. Und dass er nicht zulässt, dass ein Feind, der nicht von ihnen ist, also ein Nicht-Muslim, ein Feind, der nicht von ihnen ist, sich auf sie stürzt und sie dann besiegt. وَإِنَّ رَبِّي قَالْ يَا مُحَمَّدَ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ. Und mein Herr hat gesagt, O Muhammad, wenn ich etwas entschieden habe, dann wird meine Entscheidung nicht verworfen. وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْرِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ. Ich habe dir das Gebet erhört, dass deine Umma niemals durch eine
allgemeine Hungersnot oder Dürre sterben wird. وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ. Und dass sie auch niemals, dass niemals ein Feind, der nicht von ihnen ist, also ein Nicht-Muslim, gegen sie kämpfen wird und sie besiegen wird. وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا. Selbst wenn sie sich alle von allen Ortschaften zusammen vereinigen würden. حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Es sei denn, sie kämpfen untereinander, das lässt er zu, wenn sie untereinander kämpfen, und die einen die von den anderen sogar Gefangene machen. Die einen Muslime von den anderen Gefangene machen. Dieser Hadith ist von Al-Burqani überliefert worden, und dann geht es weiter in einer Überlieferung bei ihm. Entschuldigung, der Hadith ist nicht über Muslim, sondern auch über Al-Burqani überliefert. Und bei Al-Burqani gibt es einen Zusatz, und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ. Und was ich wirklich Angst habe um meine Umma, sind die Imame oder die Führer, die sie in die Irre leiten. وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Und wenn dann, وعليكم السلام, und wenn der Kampf einmal entfacht ist unter ihnen, wird er nicht aufhören bis zum jüngsten Tag. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ. Und der jüngste Tag wird nicht eintreffen, bis eine Gruppe von meiner Umma sich den Götzendienern anschließen wird. وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ. Und bis mehrere Gruppen von meiner Umma die Götzen wieder anbeten wird. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. Und es wird in meiner Umma 30 Lügner geben. Jeder von ihnen wird behaupten, ein Prophet zu sein. Und ich bin der letzte der Propheten. لَا نَبِيَّ بَعْدِي. Es gibt keinen Propheten nach mir. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورًا لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Und es wird immer eine Gruppe von meiner Umma geben, die sich auf der Wahrheit befindet und auch unterstützt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird sie niemand schaden können, der sie im Stich lässt. Und auch nicht diejenigen werden ihnen sie schaden können, die sich, die eine andere Ansicht haben als sie, ja, oder die ihnen entgegengesetzt sind. Hatta ayati amrullah, und dies wird so sein, solange bis Allahs Befehl kommt, dem Segensreichen und dem Erhaben. Das ist ein Hadith, den wir uns heute vornehmen möchten, inshallah, unter anderem. Also, fangen wir an, liebe Geschwister. Also Thauban radiallahu anhu sagte, Allah hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah hat mir die Erde zusammengerückt, dann habe ich den Westen und den Osten gesehen. Den Westen der Erde, das, also die gesamte Erde konnte ich sehen auf einmal. Und da, wie man sich vorstellen kann, manche Gelehrte haben gesagt, gemeint ist tatsächlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm die Erde zusammengerückt worden ist und dass er das mit seinen Augen dann alle sehen konnte. Als wäre alles geschrumpft worden. Und dies ist Allah ein leichtes. Und andere haben gesagt, gemeint ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Kraft bekommen hat, diese Sachen alle zu sehen mit seinen Augen, also ungewöhnliche Sehstärke bekommen, sodass er das sehen konnte. Und wie dem auch sei, beides kann sein. Und der Gelehrte bevorzugt die Ansicht, dass tatsächlich die Erde zu ihm zusammengerückt worden ist. Und er sagt, weil heutzutage, wenn man sich von der Erde entfernt, kann man auch das in Westen und Osten sehen. Und es wäre nicht das Wunder, wie wenn es zur Zeit des Propheten gewesen wäre. Also es wäre nicht das Wunder schlechthin. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aber das ist kein Thema. Was uns aber viel mehr interessiert, dann geht es weiter. Dann sagte der Prophet, das Reich meiner Umma wird sich erstrecken, also eben über die ganze Erde hinweg. Und dann sagte der Prophet, und mir wurden die beiden Schätze gegeben. Die beiden Schätze, Al-Ahmar und Al-Abyad, der rote und der weiße, gemeint ist damit Gold und Silber. Gemeint ist damit Gold und Silber. Gold ist gemeint der rote. So sagt man das, und der weiße Schmuck ist das Silber gemeint. Und gemeint ist damit im Speziellen das Reich der Römer und der Perser. Das Reich der Römer und der Perser. Und weil die Perser hatten überwiegend Silber und die Römer hatten überwiegend Gold gehabt.
Und die Frage ist jetzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, übrigens natürlich, also das Thema ist immer noch, dass eine Gruppe von den Muslimen, also von, gemeint ist von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Götzen anbeten wird, Mushrikin wieder werden werden. Und das ist im Hadith beinhaltet. Aber der Hadith hat der Autor als Ganzes überliefert oder erwähnt, deswegen erwähnen wir auch den Hadith als Ganzes. Naja, auf jeden Fall sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und mir wurden die beiden Schätze gegeben, der goldene und der weiße, der Gold und das Silber. Die Frage ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat er das selbst bekommen? Nein, die Antwort ist nein, er hat das nicht erlebt. Das wissen wir, dass er das nicht erlebt hat, sondern gemeint ist die Leute, die nach ihm leben werden. Ja? Nur, er ist Teil der Umma, insofern schreibt er sich das selbst zu. Ja. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und ich habe meinen Herrn darum gebeten, dass er meine Umma nicht durch eine Hungersnot oder durch eine Dürre sterben lassen wird, soll oder vernichten soll. Ja? Und wir wissen, dieser Dua hat Allah subhanahu wa ta'ala erhört, wie wir im Laufe des Hadiths sehen werden. Dann der zweite Dua ist, dass der Prophet das gemacht hat, hat gesagt, bitte Allah, lass nicht zu, dass ein Feind von den Nicht-Muslimen, von den Kuffar, gegen die Muslime kämpft und gegen sie gewinnt. Ja? Und diese Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala auch ebenfalls erhört. Ja? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, wenn ich etwas entscheide, dann wird meine Entscheidung nicht verworfen. Frage, dieser Qada, ist es jetzt Qada Kauni oder Qada Shar'i? Ist es von Irada Al-Kauniya oder von Irada Al-Shar'iya? Die Antwort ist ganz eindeutig, ist von Irada Al-Kauniya. Weil diese Art Entscheidung, Allah sagt, wenn ich es entschieden habe, dann wird es nicht zurück verworfen. Wird es nicht, kann es nicht missachtet werden. Warum? Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas befiehlt, gibt es niemanden, der seinen Befehl außer Kraft setzen könnte. Ja? Und das ist gemeint mit, das ist eindeutig Al-Irada Al-Kauniya. Ja? Und wir haben gesagt, dass der Wille Allahs ist zweigeteilt. Der erste Teil ist der, den wir gerade erwähnt haben. Und der zweite ist Irada Shar'iya. Irada Shar'iya, der gesetzliche Wille Allahs. Es kann sein, dass es passiert. Und es kann sein, dass es nicht passiert. Aber hier Allah subhanahu wa ta'ala meint natürlich eindeutig Al-Irada Al-Kauniya. Ja. Und die Frage ist jetzt, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Dua gesprochen und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm den Dua nicht erhört? Wir wissen also, nicht jeder Dua, den man macht, den wird erhört. Selbst vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Denn es gibt Dinge, die sich aus Allahs Weisheit ergeben, dass es besser wäre, wenn der Dua nicht erhört wird. Und wir haben gesagt und wiederholen das immer wieder, nicht jede Weisheit, die es gibt, kennen wir. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wir glauben von Ahl al-Sunnah al-Jama'a, dass die Weisheit, dass die Taten Allahs sind alle gemäß seiner Weisheit. Alles, was Allah erschafft, was er entscheidet, alles ist gemäß seiner Hikma. Ja? Und nicht irgendwie getrennt von seiner Hikma. Das heißt, er macht keine Tat, die nicht weise ist. Und dann er ist der Allweise. Jede Tat, die Allah begeht, ist weise. Also vollkommen weise. Und deswegen genauso, wenn er den Propheten sallallahu alaihi wasallam diesen Dua nicht erhört, es ist weise. Und aber die Weisheit, die dahinter stecken, können viele sein. Die eine Weisheit, die für uns persönlich, sag ich mal, Wallahu a'lam, am wichtigsten, wenn wir Dua machen, das ist eine Ibadah. Und ob wir jetzt, ob der Dua erhört wird oder nicht erhört wird, wir wissen alle, wenn wir wüssten, was für Belohnung wir erhalten würden von Allah subhanahu wa ta'ala, für einen Dua, den er uns nicht in dieser Zeit erhört, sondern dessen Belohnung er für uns aufbewahrt bis Yawm al-Qiyamah, dann würden wir uns wünschen, dass kein einziger Dua von uns erhört worden ist. Weil diese Belohnung im Jenseits ist ewig. Was ist das gegen irgendwelche guten Sachen in dieser Zeit? Gar nichts. Ja? Und wir wissen ja eben sowieso, Allah subhanahu wa ta'ala erhört den Dua zweifellos, wenn man das gemacht hat, was man tun muss. Aber die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Dua erhört, ist auf verschiedene Art und Weisen. Der Professor hat uns beigebracht, es kann auf drei verschiedene Art und Weisen geschehen. Entweder dein Dua wird erhört. Ja? Das kann sein, dass sofort oder eben später, weil Allah ist allweise. Allah weiß, wann das gut wird, diese Dua, das heißt, wirklich erhört wird. Oder Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir stattdessen im Jenseits Belohnung. Oder der dritte Fall ist ein Fall, den wir viele von uns vergessen
Und Allah weiß, wie oft er uns damit schon Gutes getan hat. Und zwar, wenn wir Dua machen, Allah SWT, kann sein, dass er in dem Maße, wie wir an Gutem um ihn gebeten haben, wendet er für uns Schlechtes weg. Wendet er uns Schlechtes weg. Alhamdulillah. Ja. Das ist eine Sache, die weiß nur Allah SWT. Ja. Und der zweite Dua hat Allah SWT erhört, aber nur teilweise. Und zwar hat er gesagt: Ich bitte dich, Allah, also sinngemäß, ich bitte dich, Allah, dass niemals die Muslime vernichtet werden. Und dass niemals die Muslime also verlieren werden und dadurch vernichtet werden, ausgerottet werden. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala also erhört, dass es nicht einen Feind geben wird, der Kuffar, der gegen die Muslime kämpft und sie dann besiegen wird, allesamt. Das wird nicht geschehen. Aber was sein kann, ist, dass unter den Muslimen selbst es Kämpfe geben wird. Und das ist passiert und passiert noch. Und das ist auch eine Sache, die wir selbst in der Hand haben. Ja? Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns sinngemäß, wenn ihr euch haltet an Allahs Seil, dass er es uns herabgesetzt hat. Allahs Seil im Koran ist was Allah im Koran erwähnt hat, ist der Koran, wie Abdullah bin Mas'ud gesagt hat. Das heißt, der Seil Allahs, den er erwähnt hat, Al-Imran, ist der Koran. Ja? Und wenn wir uns an diesem Seil alle festhalten als Muslime und eine Umma sind, dann wird uns das nicht passieren, dass die Leute, dass die Muslime vernichtet werden. Aber wenn wir untereinander uns spalten, untereinander gegen uns kämpfen werden, dann kann es sehr wohl passieren, dass muslimisches Blut vergossen wird und dass die Muslime sich gegenseitig dadurch ausrotten. Möge Allah uns davor bewahren. Also es kann durchaus sein, dass es Kriege gibt zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen und dass die Kuffar gegen die Muslime gewinnen, aber dadurch werden nicht alle Muslime ausgerottet. Das gibt es nicht. Und deswegen eines der schlimmsten Beispiele in der Geschichte der Muslime, die wir kennen, wo die Muslime verloren haben, war gegen die Tataren. Okay? In denen die Tataren von den Muslimen, man sagt, an einem einzigen Tag 500 Gelehrte umgebracht haben oder noch mehr als das. Und sie haben den Khalifa umgebracht und sie haben die Bücher der Muslime in den Fluss geworfen und haben sie mit Füßen betreten und sind zu den schwangeren Frauen gegangen, haben ihre Bäuche aufgeschnitten, haben den Müttern gezeigt, wie ihre Kinder sterben, und dann sind die Mütter mitgestorben. Und das ist eine Sache, die man sagt, Wallahu a'lam, gegen die hat ja auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Dschihad geführt. Man sagt, es gibt eine Sache, wir kennen kein schlimmeres Ereignis als das, was damals passiert ist. Und deswegen der berühmte Geschichtsschreiber Ibn al-Athir, rahimahullah, wollte eigentlich über diese Geschichte gar nicht einmal berichten, bis ihn seine Freunde dazu gebracht haben, ihn überzeugt haben, dass er davon doch erzählen soll, damit diese Geschichten nicht verloren gehen. Ja? Ibn al-Athir. Ibn al-Athir. Ja. Und natürlich, man profitiert viel aus diesen Geschichten, nur es tut weh, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür im gleichen Maßen wieder Gutes geben. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Wovor ich wirklich Angst habe um meine Ummah, sind die Führer, die sie in die Irre leiten. Ja. Und das Wort im Arabischen, das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat, ist Imam. Ja? Oder der Plural A'imma in dem Hadith. Und Imam ist ein Führer. Imam kommt vom Arabischen Amam, vorne sein. Und deswegen heißt der Imam Imam. Ja? Und deswegen sind auch die Mehrheit der Gelehrten der Ansicht, dass der Imam, selbst wenn sie zu zweit beten, der Imam ein bisschen vorne sein muss. Weil sie sagen, wenn er schon Imam heißt, dann muss er auch ein bisschen weiter vorne stehen. Wa alaikum salam. Und das ist tatsächlich eine Katastrophe, denn wir wissen, dass durch gute Führer verbreitet sich unter den Muslimen so viel Gutes, wie sich nicht verbreiten wird durch einzelne Muslime, die nicht Führer sind. Also wenn ein Regierender den Islam umsetzt und zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet und das Gute gebietet und die Muslime auffordert zu beten und so weiter, den Islam umsetzt und die Gelehrten zu Rate zieht, dann natürlich verbreitet sich so viel Gutes, wie nicht ein einzelner Gelehrter machen kann. Und umgekehrt genauso. Wenn ein Imam
etwas, ein Imam meine ich jetzt damit, Führer, Regierender, Herrscher, Khalifa, egal was auch immer. Ja? Wenn ein ungerechter Imam regiert und Fassad verbreitet, Unheil verbreitet und den Islam also mit, eigentlich schon mit Worten und Taten bekämpft, ja, dann verbreitet er so viel Schlechtes, wie nicht ein einziger Mensch verbreitet hat. Ja? Und deswegen ist diese Aussage des Propheten sallam zweifellos, also eine Wahrheit. Und als Beispiel für die Imam, damit wir wissen, es geht nicht nur um Regierende, nicht nur um Regierende, sondern überhaupt Imame, sind zum Beispiel die Imame von diesen Sekten, Al-Mu'tazila und Al-Jahmiya, und all, weil was die verbreitet haben an schlechter Aqida unter den Muslimen, ist also hat sich verbreitet und führt ja teilweise dazu, dass die Menschen einen falschen Glauben haben. Ja? Und es gibt nichts Schlimmeres, es gibt keine schlimmere Katastrophe, als dass du Krankheit hast in deinem Iman. Ja? Wenn du keinen richtigen Iman hast, über Al-Qadr zum Beispiel, ja? Über Allah subhanahu wa ta'ala, über Yawm al-Akhir, über den Koran. Ja? Wenn du über diese grundsätzlichen Sachen keinen gesunden Iman hast, dann bringt dir alles andere gar nichts mehr. Ne? Und das ist eine Katastrophe, die sich verbreitet. Ja? Und diesbezüglich gibt es den berühmten Ausspruch von Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Er sagte, wenn ich ein Dua hätte, wenn ich ein einziges Bittgebet sprechen dürfte, das auf jeden Fall erhört wird, ja, dann würde ich es für den Regierenden machen. Weil durch den Regierenden so viel Gutes verbreitet wird, wie durch keinen anderen. Ja. Und vielleicht, wallahu ta'ala a'lam, kann man als Beispiel nehmen, und das ist nicht nur vielleicht, sondern sicherlich ein gutes Beispiel. Der beste Mensch aller Zeiten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war der beste Regierende von allen und er hat die beste Gemeinschaft um sich gehabt, die es überhaupt, die man sich vorstellen kann. Nach den Propheten natürlich, ja. Und das ist ein klares Beispiel. Ja. Na, dann. Dann hat sich das ereignet, leider, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, leider in dem Sinne, weil es uns leid tut, aber im anderen Sinne natürlich fügt es uns Iman. Also wir gewinnen Iman, weil das passiert, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorausgesagt hat. Und zwar, dass sobald einmal der Streit entfacht unter den Muslimen, wird er nicht aufhören bis Yawm al-Qiyamah. Und das ist passiert, sagt der Gelehrte, ab der Ermordung von Uthman ibn Affan, radiallahu anhu arda, ab diesem Zeitpunkt hat es angefangen, dass die Muslime untereinander sich bekämpfen und untereinander Gefangene nehmen von sich selbst. Ja. Das ist eine Sache, wer das macht, ist wie die Juden. Wer das macht, ist wie die Juden. Warum? Weil die Juden im Koran, in Surat al-Baqarah, hat Allah subhanahu wa ta'ala sie zur Rechenschaft gezogen oder hat sie verunglimpft oder sie kritisiert, wenn man es freundlich ausdrückt, wenn nicht sogar verflucht. In Wirklichkeit hat er den Takfir gemacht. Ja? Warum? Weil die Juden haben an einen Teil der Schrift geglaubt und einen Teil nicht. Sie haben einen Teil umgesetzt und einen Teil nicht umgesetzt. Es war ihnen verboten, gegeneinander zu kämpfen. Ja? Und es war ihnen auferlegt, dass sie, wenn jemand von den Kuffar, sie waren Juden im Sinne von Muslime, deswegen sage ich wieder Bani Israel. Okay? Denn Bani Israel war auferlegt, wenn ein Nicht-Muslim einen Israeliten als Gefangenen nimmt, dann mussten sie ihn freikaufen. Mussten sie alles machen, damit dieser Mensch freikommt. Dieses Gesetz haben sie umgesetzt. Aber das andere Gesetz, dass sie nicht gegeneinander kämpfen dürfen, haben sie nicht umgesetzt. Das haben sie gemacht in der Zeit vor dem Islam. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu ihnen, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Glaubt ihr etwa an einen Teil der Schrift und leugnet einen Teil? Welche Belohnung erhält jemand, der so etwas macht, außer Erniedrigung und diesseits? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und am jüngsten Tag wird er der strengsten Strafe ausgesetzt werden. Und die strengste Strafe bekommt die Kuffar, zweifellos. Ja? Insofern sind sie dadurch aus dem Islam ausgetreten, weil sie einen Teil geglaubt haben und einen Teil geleugnet haben. Und wer das also macht, unter Muslimen, sich bekriegen untereinander und sich untereinander Gefangene nehmen, ja? Außer natürlich, wenn es Krieg gibt, zu Recht. Wir wissen aus dem Koran, gibt es zu Recht, kann es sein, dass Muslime gegen Muslime kämpfen. Aber grundsätzlich, wer das macht, wie wir erwähnt haben, der folgt dem Beispiel der Juden. Und wer den Juden nachmacht, der wird auch mit ihnen am jüngsten Tag zusammen sein. Ja. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den entscheidenden Satz für unser Kapitel. Er sagte, وَلَا تَقُمُ السَّاعَةِ
hatta yalhaqa hayyun min ummati abil mushrikin. Also der jüngste Tag wird nicht eintreffen, bis eine Gruppe von den Mushrikin, eine Gruppe von meiner Umma, der sich an die Mushrikin anschließen wird. Das heißt, offensichtlich werden sich ihnen anschließen, entweder tatsächlich sie verlassen die muslimischen Gebiete und gehen zu den Mushrikin, oder im übertragenen Sinne, weil sie ihre Religion annehmen, werden sie mit ihnen zusammen sein. Ja. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان, also es wird der jüngste Tag wird nicht eintreffen, bis mehrere Gruppen von meiner Umma die Götzen anbeten werden. Und diese Sache ist passiert. Ja? Wir kennen so viele Gebiete, oder wir haben von so vielen Gebieten schon gehört, sagen wir so, ja, oder teilweise gesehen, dass Menschen Schirk begehen. Klaren Schirk beginnt von der Umma von Muhammad. Gemeint ist also, was ist gemeint von der Umma von Muhammad? Das heißt, wenn wir die Muslime alle nehmen, die sich zum Islam zählen, ja, die also sagen, wir beten und wir fasten und so, ja, und die dann trotzdem Schirk begehen, davon gibt es leider genug. Die, und das einfachste Beispiel, weil es am weitesten verbreitet ist, von Schirkiyat, ist das Anbeten von toten Menschen. Anbeten von toten Menschen, das ist so eine verbreitete Sache, die man sich leider nicht vorstellen kann. Ja. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und es wird in meiner Umma 30 Lügner geben, jeder von ihnen behauptet ein Prophet zu sein. Ja. Und das hat ja schon angefangen zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wissen, wenn jemand behauptet, es gibt einen neuen Propheten, oder wenn jemand behauptet, er ist selbst ein Prophet, wenn jemand glaubt, es gibt einen Propheten nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einen neuen Propheten nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie die Ahmadiyya zum Beispiel oder Qadianiyya, wie man sie nennt, der ist aus dem Islam ausgetreten, sofort ausgetreten, ist Kafir unter Übereinkunft der muslimischen Gelehrten. Und wer würde er in einem islamischen Land leben, ja, wäre der Richter, wäre es dazu bereit, oder müsste der Richter ihn hinrichten lassen. Müsste der Richter ihn hinrichten lassen. Ne? Es sei denn, er macht Tauba, das wäre eine andere Sache. Wallahu ta'ala. Aber das ist eine klare Sache, weil der Prophet in diesem Hadith klar und deutlich gesagt hat, es wird nach mir keinen Propheten mehr geben. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, was ist mit Isa ibn Maryam alayhi salam, Jesus, den Sohn der Maria, dann sagen wir, die Antwort ist ganz einfach. Zweierlei Hinsicht. Erstens, er ist kein neuer Prophet und er wird auch nicht als neuer Prophet kommen, sondern er kommt als alter Prophet, ja, in dem Sinne von alter Prophet, im Sinne von, dass er schon mal da gewesen ist, und er wird nicht als neuer Prophet erscheinen, und er wird auch nichts Neues bringen an Scharia. Zweitens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn angekündigt, insofern ist es Teil der islamischen Scharia, ganz klar, ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran darauf hingewiesen, ja, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er der letzte Prophet ist, ist nicht nur in der Sunna, sondern im Koran fest verankert. Im Vers ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad war nicht der Vater irgendeines eurer Männer, walakin Rasulullah, sondern der Gesandte Allahs, wa khatam an-nabiyyin, und der ist das Siegel der Propheten, oder der Beste der Propheten. Und jetzt kommen einige Ahmadiyya und die sagen, diesen Vers Khatam al-Nabiyyin bedeutet, Khatam ist der Ring. Das heißt, er war der Beste der Propheten, der Ring der Propheten, sagen sie. Haben wir vielleicht schon mal gehört. Und dann sagen wir ihnen, sie kennen sich nicht aus, freundlich ausgedrückt, sie kennen sich nicht aus in Tafsir und auch nicht in den koranischen Lesarten. Denn erstens einmal, wenn das Wort Khatam zwei Bedeutungen hat, einmal Ring und einmal das Siegel, der abschließende Prophet, dann gelten beide Bedeutungen. Ganz einfach. Ja, weil solange Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort verwendet hat, dann gelten die Bedeutungen, die dieses Wort beinhaltet. Ja? Und wir haben nicht das Recht zu sagen, die Bedeutung gilt und die andere Bedeutung gilt nicht. Genauso wie wir sagen, gemeint ist damit der Ring, wir sagen, nee, gemeint ist damit der letzte Prophet. Nee, weder das noch beides ist gemeint. Ja? Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, abgesehen von das Sunna sowieso, ja, die zweite Sache ist, dass von 10 Qira'at al-Mutawatira nur Asim, unsere Lesart, Hafs an Asim, das heißt, nur er liest Khatam an-Nabiyyin. Alle anderen lesen Khatim anstatt Khatam, und Khatim bedeutet der Letzte. Letzte, der Abschließende. Und da gibt es also keine Möglichkeit, da irgendwie was umzubiegen. Ja.
Auf jeden Fall hat der Prophet uns frohe Botschaft überbracht. Er sagte, es wird immer eine Gruppe von Muslimen geben oder eine Gruppe von meiner Umma geben, die auf der Wahrheit ist. Alhamdulillah. Und sie werden immer unterstützt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und niemand, der sie im Stich lässt oder mit ihnen nicht übereinstimmt, kann ihnen schaden. Niemand kann ihnen schaden. Ja. Und diese Gruppe von Muslimen, die immer sich auf der Wahrheit befinden wird, Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat nicht gesagt, die befinden sich in Al-Haramain, also in Mekka und Medina, und er hat nicht gesagt, sie befinden sich im Irak oder anderswo, sondern diese Gruppe wird es immer geben. Ja, die muss sich nicht an einem Ort befinden, sondern diese Aqida, die sie vertreten, diesen Manhaj, den sie vertreten, diesen Glauben, den sie vertreten, der wird die Wahrheit sein. Manche Leute sagen, gemeint ist damit Ahlul Hadith. Ahlul Hadith. Was meint man mit Ahlul Hadith? Das kommt drauf an. Weil wenn man mit Ahlul Hadith meint, wenn man mit Ahlul Hadith meint, gemeint sind damit die Hadith-Gelehrten, also nicht die Fiqh-Gelehrten, nicht die Tafsir-Gelehrten und nicht die Aqida-Gelehrten, ja, dann natürlich ist das Quatsch. Ja, natürlich damit, dann ist natürlich nicht Ahlul Hadith gemeint, sondern sind die alle damit gemeint, wenn sie einen gesunden Glauben haben. Ne? Sondern, was damit gemeint ist, wenn man sagt Ahlul Hadith und wenn man die Wahrheit sagen will, gemeint ist damit, die Leute sich an den Hadith halten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Weil das ist das, was in Wirklichkeit immer die Wahrheit oder die Leute, die sich auf der Wahrheit befinden, unterscheidet von den anderen. Die einen, die sich auf der Wahrheit befinden, halten sich tatsächlich an den Hadith. Und die anderen eben nicht. Weil über den Koran jeder behauptet, sich an ihn zu halten. Aber der Hadith macht einiges klar. Wie zum Beispiel diesem Hadith, in der Annahu la Nabiyya Ba'di, nach mir wird es keinen Propheten mehr geben. Wenn man jetzt da noch immer noch versucht, was zu machen, was zu diskutieren, dass trotzdem noch einen Propheten gibt, noch Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das bedeutet, man hält sich nicht an den Hadith. Also, was uns unterscheidet von ihnen, wir halten uns an den Hadith, sie halten sich nicht an den Hadith, deswegen gehören sie nicht zu uns. Ja. Na. Also, gemeint ist, und natürlich, wenn man schon sagt, Ahlul Hadith, dann ist klar, dass sie sich an den Koran auch halten. Ja? Warum? Weil es geht ja gerade um den Hadith, über die sich viele nicht einig sind. Diese ganzen verschiedenen Sekten, sie unterscheiden sich von uns ja gerade im Punkt Hadith. Aber im Punkt Koran unterscheiden wir uns ja nicht mit ihnen. Wir alle glauben an den gleichen Koran, inshallah. Ja? Zumindest behaupten wir es alle. Ja? Aber beim Hadith, darum geht es ja gerade. Ja? Ja, gut. Dann haben wir, inshallah, einiges dazugelernt. Und wir beginnen ein neues Kapitel. Und zwar Babun Maja'a fi Sihr. Und zwar geht es um das Sihr. Und ich sage jetzt von vornherein, ich werde ab jetzt auch immer den Begriff Sihr verwenden und nicht den Begriff Zauberei verwenden. Warum? Weil Zauberei verwendet wird im Deutschen, sage ich mal, für Sachen, die nicht immer übereinstimmen müssen mit dem, was wir im Islam unter Zauberei verstehen, ja? Oder im Islam unter Sihr verstehen. Und der Gelehrte sagte, sprachlich gesehen bedeutet Sihr, jede Sache, dessen Ursache insgeheim und unbemerkt wirkt. Jede Sache, dessen Ursache, also jede Sache, die in Erscheinung getreten ist oder gemacht wird, und dessen Ursache man nicht offensichtlich sehen kann, die insgeheim wirkt, die unbemerkt wirkt. Ja. Und deswegen sagt man auch, sagt der Rahimahullah Ta'ala, As-Sahar. Wir wissen, die Zeit in der letzten Nacht, im letzten Teil der Nacht, wird auch Sahar genannt, diese Zeit. Warum? Weil, wenn man dort Taten begeht, die wenigsten, oder keiner kriegt das mit. Ja? Keiner kriegt das mit. Deswegen ist diese Sache auch Sahar genannt. Und andere Sachen. Ja. Aber in der Scharia bedeutet Sahar, oder Sihr, ich meine Sihr, bestimmte Sachen. Und zwar sagt er, rahimahullah ta'ala, Uqad und Ruqa. Uqad und Ruqa. Und gemeint ist, dass man Dinge liest oder Zeichen hieroglyphenartig, sage ich mal, Jüngler hat, die wir nicht immer in Ziffern können, schreibt, wodurch der Sahir, derjenige, der Sihr begeht, die Shayatin in Anspruch nimmt, um demjenigen, auf den er den Sihr anwenden möchte, zu schädigen.
Das ist in der Definition ganz einfach. Also noch einmal, man liest Dinge oder schreibt komische Dinge auf, hieroglyphenartige Schriftzeichen auf, das heißt Dinge, die der Sahir selbst kennt, ja? Wodurch der Sahir, der den Sihr macht, demjenigen, der auf den der Sahir angewendet wird, Al-Mas'hur, schaden möchte, indem er die Shayatin zu Hilfe zieht oder zu Hilfe bittet. Oder indem er die Shayatin darum verwendet, um diese Person zu schädigen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Baqarah im 102. Vers: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Doch sie können damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Doch sie können damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Das ist die erste Art von Sihr. Und der wichtige Teil an dieser Definition ist, dass sie durch Shayatin, durch Satane, versuchen, jemandem zu schaden. Das heißt, sie bitten um Hilfe bei diesen Satanen, ja, damit sie jemandem anderes schaden können dadurch. Das war also der erste Teil von die erste Art von Sihr. Die zweite Art von Sihr ist, dass der Sahir Dinge verwendet, Substanzen verwendet, sei es pflanzliche Substanzen aus, also irgendwelche Substanzen aus Pflanzen oder anderes, wodurch er den Körper des Mas'hur, das heißt, auf den der Sihr angewendet wird, oder seinen Verstand oder seinen Willen oder seine Neigung beeinträchtigt. Das heißt, indem er dem Mas'hur etwas gibt, ein Mittel verabreicht, wodurch der Verstand oder der Wille oder seine Neigung beeinträchtigt wird. Wie zum Beispiel, was meine ich mit seiner Neigung? Wir wissen, dass eine Art von Sihr, die Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran angesprochen hat, in der gleichen Ayah, die wir vorhin gelesen haben, dass der Sahir durch den Sihr kann er einen Mann von seiner Frau trennen. Das heißt, er kann dazu bringen, dass ein Mann seine Frau nicht mehr mag. Oder eine Frau ihren Mann nicht mehr mag. Und dass es dadurch Streitigkeiten gibt unter ihnen beiden. Diese Sache also ist eine Form des Sihr, und das ist gemeint mit seiner Neigung oder seinem Wille oder seinem Verstand. Es kann sein, dass sein Verstand zu sehr beeinflusst wird, dass er sogar verrückt wird, wal'iyadhu billah. Oder es kann sein, dass sein Verstand so beeinflusst wird, dass er Dinge sieht, die eigentlich nicht stimmen. Wie zum Beispiel passiert es wem? Musa alayhi salatu wassalam. Wo Allah subhanahu wa ta'ala über ihn sagte, im Koran sagte über ihn, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass diese Zauberer, As-Sahara, jetzt habe ich das Wort trotzdem gesagt, As-Sahara, aber diese Sahara, das hat Plural von Sahir, haben ihm etwas vorgemacht, Musa etwas vorgemacht und den Leuten außenrum, dass sie gedacht haben, dass die Stöcke, die diese Zauberer geworfen haben, die Sahara geworfen haben, sich bewegen. Sie haben gedacht, sie bewegen sich. Aber in Wirklichkeit bewegen sie sich nicht. Und deswegen wissen wir, dass aus dieser Sache wissen wir eine ganz wichtige Sache. Und zwar, der Sahir kann nicht, wie man denkt, wenn man das Wort im Deutschen Zauberer verwendet, eine Sache umwandeln, eine in eine andere Sache. Sondern der Sahir kann maximal die Sachen machen, die wir gesagt haben. Und in diesem konkreten Fall, er kann dich dazu bringen, dass du denkst, hier dieser Stock bewegt sich. Oder du denkst, du siehst etwas, was eigentlich gar nicht passiert. Wie es Musa a.s. passiert ist. Und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ebenfalls passiert ist, weil die Juden auf ihn Sihr angewandt haben. Ja? Und wie war das Sihr in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Und zwar dachte er a.s. dass er den Beistand bei seiner Frau ausgeübt hat, obwohl er es nicht ausgeübt hat. Das war der Sihr, der bei ihm gewirkt hat, alayhi salatu wassalam. Und nicht, wie manche Leute denken, manche Orientalisten und andere, die sagen, ja, der Prophet, sallallahu alayhi wasallam, auf ihn hat man Zauberei gewirkt, ja, und deswegen konnte er dann nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was Wahi ist und was nicht Wahi ist, und deswegen kann der Islam nicht richtig überbracht worden sein von ihm, sallallahu alayhi wasallam. Quatsch. Ich meine, wenn man ehrlich ist, entweder wir nehmen die Quellen der Muslime oder wir nehmen sie nicht. Wenn wir sie nehmen, und das ist unsere einzige Quelle über den Islam, Alhamdulillah, und es gibt auch keine anderen, Alhamdulillah, es gibt keine anderen Quellen, die ich kenne,
die über den Propheten berichtet haben, was er gesagt hat, was er getan hat, aus meinetwegen zeitgenössischen Reichen von damals, ja. Aber wenn wir schon die islamische Literatur nehmen, dann müssen wir sie auch komplett nehmen, wie sie ist, wenn wir nicht einen Teil nehmen und den Teil nicht nehmen. Nun sind wir wie die Juden wieder noch einmal. Wir nehmen einen Teil und unterlassen einen Teil. Und das bedeutet, dass wir also nicht uns gegenüber die Wahrheit sprechen. Ja. Also, aus dieser Zweiteilung, die ich gerade eben erwähnt habe, ergibt sich Folgendes, liebe Geschwister. Aus dieser Zweiteilung ergibt sich, dass manche Art von Sihr ist Schirk und manche Art von Sihr ist kein Schirk. Diejenige Art von Sihr, die Schirk ist, ist diejenige, in der man sich der Schayatin bedient. Indem man bei den Schayatin um Hilfe sucht, dass sie einem helfen. Denn sie helfen einem nicht, es sei denn, man begeht Kufr und Schirk normalerweise. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Baqarah im 102. Vers, immer noch auf der Seite 16, sagte er, nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen, den Menschen das beibrachten. Also jeder, der das begeht, begeht Kufr zweifellos. Ja? Und dadurch wissen wir, dass es eine Form von Sihr gibt, die Schirk ist. Die andere Form ist Übertretung in Bezug auf Allahs Gesetze und ist Frevelei und geschieht durch eben Betrug, Art von Betrug durch Mittel, Chemikalien, pflanzliche Stoffe, ähnliches, wodurch man den anderen versucht zu beeinflussen. Und dessen Ursachen, wie ich gesagt habe, bei dem Sahir bekannt sind, aber bei den meisten Menschen eben nicht bekannt sind. Deswegen nennt man es Sihr, eben etwas Verborgenes, etwas, dessen Ursache unbemerkt wirkt. Na, dann eine Angelegenheit, weil es eben jetzt dazu passt, und zwar der Sahir wird im Islam hingerichtet. Der Sahir im Islam verdient die Todesstrafe. Okay? Und die Frage ist, wenn er hingerichtet wird, warum wird er hingerichtet? Wird er hingerichtet, weil er Kafir ist? Oder wird er hingerichtet, weil er diese gewaltige Sünde begangen hat? Und die Antwort ist wieder, es kommt darauf an, auf welche Art er diese Sicherheit gemacht hat. Die erste oder auf die zweite Art. Ja. Aber wenn er den Sihr begangen hat auf die erste Art, dass er Shayatin um Hilfe gebeten hat und sich ihnen genähert hat und sie angebetet hat, dann, und angebetet hat, meine ich damit die islamische Definition von Anbeten, nicht irgendeine, die man als Deutscher manchmal verwendet, versteht. Ja. Wenn sie das gemacht haben, dann wird er als Murtad hingerichtet, als ganz normaler Murtad hingerichtet. Und wenn er das nicht, wenn er das gemacht hat mit der zweiten Kategorie, dann wird er als Sa'il hingerichtet, wie ein Sa'il hingerichtet, das heißt jemand, der sich stürzt auf die Seelen der Menschen, also sie versucht umzubringen, ihnen zu schaden und ähnliches. Ja. Solch eine Person wird ebenfalls hingerichtet, zweifellos. Und aber in beiden Fällen geschieht das. Aber es gibt einen Angelegenheitsfall bei den Gelehrten. Manche Gelehrte sagen, wenn er Tauba macht, dann wird er nicht hingerichtet. Manche sagen, wenn er Tauba macht, wird er hingerichtet. Wie Imam Malik, rahimahullah, ihn bekannt, dass er gesagt hat, also auch wenn er Tauba macht und wir ergreifen ihn, dann richten wir trotzdem hin, weil wir nicht wissen, was er später noch fort. Aber wir sagen, wallahu a'lam, richtiger ist, dass man die Tauba von ihm auch akzeptiert, solange man ihn bekommt, bevor was? Solange man ihn erwischt, bevor er Tauba gemacht hat. Oder anders ausgedrückt, wenn ich das nicht falsch verstehe. Wenn man ihn erwischt und hat vorher schon Tauba gemacht, dann kann man ihn freilassen. Aber wenn man ihn erwischt und danach beginnt die Tauba, das geht nicht. Ja. Warum? Weil weil jetzt ist die Strafe schon zum Regierenden gelangt und dann hat der Richter das letzte Wort in dieser Angelegenheit. Aber wir wissen, liebe Geschwister, das ist der feine Unterschied zwischen dem Al-Had. Ja, die machen. Wir wissen, das ist der feine Unterschied zwischen Al-Had im Islam. Had ist eine Strafe. Eine Had-Strafe im Islam, in der Scharia, ist eine Strafe, die, wenn sie zum Richter gelangt, dann muss der Richter sie umsetzen. Dazu gehört zum Beispiel Alkohol trinken. Ja? Wenn das zum Richter gelangt, oder Diebstahl, ja?
dann muss der Richter das umsetzen. Dann kann niemand mehr sagen, gutes Wort einlegen oder etwas anderes, das geht überhaupt nicht mehr. Ja? Aber bei den anderen Straftaten, da kann es sehr wohl sein, also die keine Hudud sind, dass der Regierende sagt, ja, also ich lasse dich trotzdem frei, und der Richter sagt, ich bestrafe dich trotzdem nicht. Ja? Das ist der Unterschied zwischen dem Hadd-Strafen und den anderen Strafen. Ja. Dann, liebe Geschwister, machen wir weiter. Und zwar hat der Autor einen Vers erwähnt, und zwar immer noch aus Surat al-Baqarah, sagte er, rahimahullah ta'ala, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ. Und sie wussten doch, dass wer es erkaufte am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Und sie wussten, dass jemand, der es erkaufte, das heißt den Sihr, dass er daran, dann am Jenseits hat er keinen Anteil mehr. Und damit ist gemeint, entweder er ist tatsächlich, weil er Kafir geworden ist, oder seine gesamten Taten zunichte geworden sind. Ja. Denn wir wissen, dass das so eine Sache ist, Kufr, und das ist eine Katastrophe. Und dadurch ist es Allah ein leichtes, dass er deine Taten zunichte macht. Dann hat der Autor, rahimahullah ta'ala, einen weiteren Vers erwähnt. Und zwar, يؤمنون بالجبت والطاغوت aus Surat al-Nisa, Vers 51. Und zwar ist in diesem Vers gemeint, also übersetzt heißt es, sie glauben an Al-Jibit und sie glauben an Tarot. Und gemeint ist in diesem Vers, liebe Geschwister, die Juden. Gemeint ist in diesem Vers die Juden, wie wir im Tafsir also gelernt haben. Und zwar ging es um das berühmte Ereignis, wo sinngemäß die Kuffar, die Mushrikin, zu den Juden gesagt haben, sagt mal, wer ist besser? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seine Freunde und seine Religion, oder wir Mushrikin mit unseren ganzen Göttern? Ja. Und dann haben die Juden geantwortet, natürlich, ihr seid viel besser als sie. Ja. Und das ist die größte also Falschzeugnisaussage, die man sich vorstellen kann, weil sie sind Ahlul Kitab, sie sind ein Volk, das eine Schrift hat, und sie sind ein Volk, von dem man erwartet hat, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufrichtig sein werden, die Wahrheit sagen werden, denn sie wissen, dass das Tawhid die Wahrheit sein muss. Sie wissen, es kann ja nicht sein, dass das Schiff hier also wahr ist. Also, wenn sie gesagt hätten, gleich schlimm, okay, aber wie soll es gehen, dass der Schiff besser ist als das Tawhid? Geht ja gar nicht. Ja. Auf jeden Fall. Al-Jibit hat Umar, radiallahu anhu, ausgelegt als As-Sihr, das heißt, sie glauben an As-Sihr, und At-Tarut, At-Tarut ist der Shaitan. Und wir wissen, dass das ist eine Auslegung gemäß ein Teil dessen, was diese Worte bedeuten. Im Tafsir findet man das sehr, sehr oft. Du findest zum Beispiel, machen wir das Beispiel am besten, was der Gelehrte auch, rahimahullah ta'ala, erwähnt. Und zwar, hört euch mal den folgenden Vers an. Ein Beispiel für was? Das im Tafsir manchmal findet man, dass ein Tafsir-Gelehrter sagt, dieser Vers bedeutet das und das. Und der nächste sagt, dieser Vers bedeutet das und das. Aber in Wirklichkeit, sie meinen damit nicht etwas Gegensätzliches, sondern beides, was sie sagen, stimmt. Und denn warum? Denn sie interpretieren den Vers gemäß dessen, was ein Teil der Versbedeutung ist. Ein Teil der Versbedeutung ist. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Fatir, also Surat 35, Vers 32. Hierauf gaben wir das Buch denjenigen von unseren Dienern, die wir auserwählten zum Erbe. Mancher von ihnen tut sich selbst Unrecht, mancher von ihnen zeigt ein gemäßigtes Verhalten und mancher von ihnen geht mit den Dingen mit Allahs Erlaubnis voran. Also manche, denen Allah das Buch gegeben hat, sind ungerecht sich selbst gegenüber. Das heißt, sie halten sich nicht an das Buch. Und manche halten sich halb daran, sinngemäß, ja. Und manche gehen sogar mit guten Taten voran. Sind die vorausgeeilten vor den anderen guten Menschen. Manche Gelehrte haben diesen Vers ausgelegt und gesagt, derjenige, der sich selbst Unrecht zutut, ist derjenige, der erst betet, wenn die Zeit des Gebetes ausgetreten ist. Und der zweite ist derjenige, der am Ende der Zeit betet. Und der dritte ist derjenige, der zu Beginn der Zeit sein Gebet verrichtet.
Und die Ayah sagt, redet überhaupt nicht vom Gebet. Aber dass das natürlich ein Teil dessen ist, was Allah in diesem Vers gemeint hat, ist klar. Denn wer sich an das Buch hält, an den Koran hält, natürlich betet er zur richtigen Zeit. Und er gehört auch zu den Vorausgeeilten, weil er sich an den Koran komplett hält. Ja? Und der, der sich halb dran hält, der betet aber nicht zur besten Zeit. Und die, der sich selbst Unrecht zufügt, betet erst danach. Aber wenn er gar nicht betet, ist er kein Muslim. Egal, wie dieser Kafir, deswegen da ist der nicht erwähnt. Ja? Aber derjenige, der sich Unrecht tut und an dem das Buch gegeben worden ist, der betet dann nach der Zeit. Ja? Und natürlich, das ist eine Katastrophe schon genug. Und wenn jetzt jemand anderes den Vers anders auslegen würde und sagt, die erste Gruppe von Gläubigen ist gemeint, diejenigen, die Zakat bezahlen und Sadaqa geben. Und die zweiten sind die, die nur Zakat geben. Und die dritte Teil sind die, die gar nichts geben. Ja? Dann wäre er auch dabei. Dann könnten wir auch nicht sagen, dass das, was er gesagt hat, ist falsch. Ja? Sondern das ist ein Beispiel von vielen Beispielen, die sich darunter, die darunter zusammengefasst werden. Ja? Und genauso ist die Aussage von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, verstehen? Denn allgemein Tarot, haben wir gesagt, bedeutet noch mehr als das. Und zwar jeder, der angebetet wird, ja? Und damit zufrieden ist und das weiß, der es weiß und damit zufrieden ist, und auch, wie heißt es, jemandem, dem gehorcht wird, obwohl er etwas anordnet, was gegen den Islam ist, ja, dann ist er auch ein Tarut, und möge Allah uns davor bewahren. Aber wir haben davor, alhamdulillah, ausführlich schon über diesen Vers geredet. Jabir radiallahu anhu arda sagte folgendes: At-Tawaghitu Kuhan. كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. Er sagte, رضي الله عنه, die Tawagit sind Wahrsager. Die Tawagit sind Wahrsager in jedem Viertel der Araber. In jedem Viertel der Araber gab es einen Wahrsager, der Shayatin zu Rate gezogen hat, der sich bei ihnen um Hilfe gebeten hat, sodass sie ihm helfen konnten. Und wir haben die Shayatin ihm geholfen, wissen wir, denn die Shayatin von den Djinn, sie hören manchmal ab, was die Engel in der höchsten Engelschar sagen, das haben wir ausführlich besprochen, und dann können sie das dem Wahrsager mitteilen, und dann weiß der Wahrsager tatsächlich, was morgen geschieht oder in der Zukunft geschehen wird, und dann denken die Leute, der Wahrsager kennt die Zukunft, und werden natürlich ungläubig, und a'udhu billah, in Wirklichkeit hat er nur das gewusst, was dieser Shaytan von den Engeln erfahren hat. Und der Tafsir von Jabir, als auch der Tafsir von Umar, von Jabir ibn Abdullah, ist eben nur ein Teil dessen, was diese Worte bedeuten. Na. Abu Huraira, radiallahu anhu, arda, sagte, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, sagte, اجتنبوا السبع المبيقات, vermeidet die sieben Vernichtenden. قالوا يا رسول الله, وما هن, sagt der Gesandte Allah, was sind diese sieben Vernichtenden? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, Ash-shirku billah, Ash-shirk, Ash-sihr, das ist unser Thema, wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil-haq, und das Töten der Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer durch Recht, wa aklu al-riba, und das Verzehren von Riba, wa aklu mal al-yatim, und das Verzehren des Vermögens des Weisen, wa at-tawalli yawm al-zahf, Fahnenflucht, wa qadhfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, und den Achtlosen, oder den unachtsamen Gläubigen, und unachtsam werde ich noch erläutern später, den unachtsamen gläubigen Frauen Sinna vorzuwerfen, walayadu billah. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Dieser Hadith, liebe Geschwister, über den können wir uns eigentlich lange unterhalten, aber ich sehe keinen großen Grund, warum wir uns lange zum Beispiel über Riba unterhalten sollten und warum wir, es wird zwar in der Erklärung zum Beispiel jetzt erklärt, warum, was der Riba bedeutet und so weiter und so fort, ja. Aber ich sehe nicht keinen Grund, warum wir uns darüber länger unterhalten sollten, weil es geht jetzt hier hauptsächlich um Al-Tawhid und in zweiter Stufe geht es um Al-Sihr und die Arten von Shirk, die es gibt, ja. Al-Sab' al-Mubiqat, diese sieben vernichtenden Sünden, sind nicht nur sieben, die vernichtend sind, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, es gibt sieben vernichtende Sünden, die ihr vermeiden müsst. Und damit die Leute sich merken können, die Zahl, und dann macht es einem einfacher, es auswendig zu lernen. Wallahu ta'ala a'lam. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, es gibt sieben
die im Schatten Allahs sein werden, an dem einen Tag, an dem es keinen Schatten geben wird, außer dem Schatten Allahs. Und dafür gibt es also viele Beispiele. Zum Beispiel sagt der Prophet an der Hadith, es gibt drei Eigenschaften eines Heuchlers. Eins, zwei, drei. Aber es gibt andere Hadith, wo eine vierte Eigenschaft auch erwähnt wird. Wie dem auch sei. Jetzt eine wichtige Sache. Der Prophet sagt, und das hilft uns auch beim Diskutieren. Der Prophet sagte, Ijtanibu, das heißt, vermeidet die sieben vernichtenden Sünde. Und manche Leute, auf Deutsch sagt man Schlauberger, die sagen, im Koran ist nicht Alkohol verboten worden. Sondern im Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala nur gesagt, dass wir dem Alkohol aus dem Weg gehen sollen. Und die sagen, dieser Hadith beweist wieder, und auch mehr als ein Vers aus dem Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Verb ijtanibu verwendet hat bei den schlimmsten Sünden überhaupt. Und zwar bei Ash-Shirk und bei Alkohol und bei anderen und bei Glücksspiel und Losfallen und ähnlichem. Das heißt, bei Ash-Shirkiyat, darum geht es hauptsächlich. Warum? Weil eine Sache zu vermeiden heißt, du kommst nicht mal in die Nähe. Eine Sache zu vermeiden heißt, du kommst nicht mal in die Nähe. Aber eine Sache nicht zu tun, du kannst daneben sein, einer tut, was verboten tut, was nicht verboten ist. Theoretisch kann sein, ja. Und deswegen ist uns auch verboten worden, am gleichen Tisch zu sitzen, wie jemand, der Alkohol trinkt. Aber mir ist nicht bekannt, dass uns verboten worden ist, am gleichen Tisch zu sitzen, wenn jemand zum Beispiel, sagen wir mal, Schweinefleisch isst. Ja. Zumindest wird natürlich allgemein, wir sollen die Orte verlassen, denen gesündigt wird, das wissen wir. Ja. Aber was im Hadith erwähnt wird über den Alkohol, dass alle verflucht werden, die an dem Tisch dann sitzen, das ist nicht überliefert, nach meinem Wissen, in Bezug auf andere Sachen als Alkohol. Ja? Also Bezug besonders auf, zum Beispiel meinetwegen Fleisch, das nicht auf die islamische Art geschlachtet worden ist. Ja? Wallahu a'lam. Und deswegen, das Wort Ijtanibu, also ist noch viel gewaltiger als das. Das muss sich also davon weit, weit entfernen. Möge Allah uns dazu den Erfolg dazu verleihen. Ja? Und erwähnte dazu, darunter ist Sihr, das gehört dazu den sieben Mubiqat, die vernichtenden Sünden. Weil dadurch wird der Islam einem weggenommen und man wird die Taten wird vernichtet und man hat, als hätte man niemals eine gute Tat verrichtet. Wal'iyadu billah. Na, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Qatlun Nafs, und das Ermorden der Seele, die Allah verboten hat zu ermorden, außer zu Recht. Das wissen wir, was meint damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er meint damit natürlich die Seele eines Menschen. Okay, das ist nicht im Hadith erwähnt, aber das muss man erklären. Und damit ist nicht gemeint die Seele eines Tieres. Auch wenn man nicht ein Tier einfach so umbringen darf, aber sollte man ein Tier umbringen, absichtlich, ohne einen rechtmäßigen Grund, dann ist es mit Sicherheit nicht so, wie wenn man eine Seele tötet, die Allah verboten hat zu töten. Und die Seelen, die Allah verboten hat zu töten, die Menschen sind vier. Vier Gruppen von Menschen, die Allah verboten hat zu töten. Die erste Gruppe sind die Gläubigen, all die Muslime. Die zweite Gruppe sind Al-Dhimmiyin, das heißt die Ahl-Dhimma. Das heißt diejenigen Muslime, denen sie einen Vertrag haben und die den muslimischen Staat die Jizya zahlen. Und die dritte Kategorie ist Al-Mu'ahadun. Der Mu'ahad, das heißt diejenigen zwischen denen und uns, die ein Vertrag ist, dass weder sie uns bekämpfen, noch dass wir leben zusammen, ohne dass ein gegen anderen vorgeht. Und die vierte Art ist Al-Musta'min. Das ist derjenige, der verlangt hat, dass man ihm Sicherheit gewährleistet, weil er zum Beispiel in den islamischen Land einreisen möchte, handeln möchte und dann wieder abreisen möchte. Oder ein Verwandter von einem Muslim, der einen Muschrik essen möchte, ins muslimische Land einreisen, und ein Muslim sagt, ich nehme ihn meine Obhut und niemand darf ihm etwas antun. Ja? Das ist auch ein Muslim. Ja. Und dann sagt, warum sagte der Prophet, diese Menschen alle, diese vier, darf man nicht töten, außer zu Recht. Außer zu Recht, weil der Prophet hat drei Gründe genannt hat, warum jemand trotzdem zu Recht umgebracht werden könnte. Und zwar sagte einmal der Mord selbst. Und natürlich die Details lassen wir für den Fiqh, und nicht über Details sprechen jetzt, ja. Aber die Ermordung, dann als Zina des Thayyib, das heißt derjenige, der verheiratet war oder verheiratet ist, und derjenige, der den Islam verlässt. At-Tariqu li-Dinihi al-Mufariqu lil-Jama'a. Derjenige, der die Gemeinschaft verlässt, der den Islam
verlässt, der die Religion verlässt. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine weitere von den Mubiqat erwähnt, und zwar, dass man am Tage einer Schlacht, oder während man in der Schlacht ist, die Reihen treffen aufeinander, begeht man Fahnenflucht. Begeht man Fahnenflucht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Ausnahmen gemacht. Und diese zwei Ausnahmen wollen wir uns einmal anschauen. Und zwar in Surat Al-Anfal auf der Seite 178. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala im 16. Vers Surat Al-Anfal: Wer ihnen an jenem Tag den Rücken kehrt, außer er setzt sich ab zum Kampf oder er schließt sich einer anderen Schar an, zieht sich fürwahr Zorn von Allah zu, und sein Zufluchtsort ist die Hölle, ein schlimmer Ausgang. Das ist also eine große Sünde, dass man während der Schlacht weg abhaut, Fahnenflucht begeht. Außer in den zwei Fällen, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt hat. Und wir sagen auch hier, die Details überlassen wir im Fiqh, müssen wir uns nicht darüber lang unterhalten. Und dann die letzte und siebte Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, ist, dass man den ahnungslosen, gläubigen, freien Frauen vorwirft, Zina begangen zu haben. Die freien Frauen, gemeint ist die Gegenteil von den Sklavinnen. Nicht, dass es da erlaubt wäre, aber es ist bei den freien Frauen schlimmer. Al-Ghafilat, die Ahnungslosen, was heißt ahnungslos? Das ist ein Schimpfwort? Nein, das ist ein Lob gemeint. Ahnungslos ist ja, sie haben von Sünde keine Ahnung gemeint. Ahnungslos, sie wissen nicht von Sinne etwas. Ja? Das heißt, sie würden niemals auf die Idee bekommen, so eine Abscheulichkeit zu begehen. Und Al-Mu'minat, klar, dass sie gläubig sind. Und das heißt also nicht, damit gemeint sind, die Ungläubigen. Und auch darüber können wir uns lang und breit unterhalten. Salam. Dann hat der Autor, rahimahullah ta'ala, einen weiteren Hadith erwähnt von Jundub. Und zwar, aber hier ist nicht gemeint der Sahabi Jundub ibn Abdullah, sondern gemeint ist damit Jundub al-Khair. Er sagte, rahimahullah, Haddu sahiri darbatun bis-Saif. Er sagte, das Urteil, oder das Strafurteil, sagt man, die Strafe desjenigen, der Sahr begeht, ist, dass er mit dem Schwert hingerichtet wird. Und was uns interessiert eigentlich von dieser Sache ist folgendes, und zwar, dass er gesagt hat, Hadd. Übrigens, dieser Hadith wird überliefert auch über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aber Tirmidhi rahimahullah sagt, der Hadith ist mawquf, das heißt, der Sahabi hat das gesagt und nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, das Richtigere ist, dass eben der Sahabi das gesagt hat und nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Dann gibt es eine weitere Überlieferung, in denen Umar ibn Khattab radiallahu anhu auch gesagt hat, an yaqtulu kulla sahirin wa sahira, qala fa qatalna thalatha sawahir. So hat Umar al-Khattab geschrieben an seine Statthalter oder an einen Statthalter und angeordnet, dass er die Zauberer, wenn man das Wort Zauberer verwenden darf, die Sawahir, Plural von Sahir, sieht man im Arabischen, gibt es mehr als ein Plural für dieses Wort, es gibt das Sahara, das Sahirun und das Sawahir, hat angeordnet, dass man die Sahara umbringen soll, und dann hat man drei von ihnen hingerichtet. Und ebenso Hafsa radiallahu anha wa arda, und der Hadith ist bei Bukhari, und anderswo sagte, dass sie hat sich beschwert, dass dass ihre Nachbarin auf sie Sahir angewandt hat, und dann hat sie das also reklamiert, oder hat sie das, sagt man, hat sich beschwert darüber, und dann wurde diese Nachbarin von ihr hingerichtet. Ja. Und da sagen wir nicht, das ist schlechte Nachbarschaft. gute Nachbarschaft. Weil es ist ja auch gut für den, übrigens, also wenn man so sieht, ja, wenn man das betrachtet, weil wir glauben ja an Yawm al-Qiyam. Und wir glauben ja an die ewige Hölle. Wir glauben an ewige Jannah. Das heißt, dieser Sahir, wenn wir dafür sorgen, dass er also nicht mehr den Sahir weitermachen kann, ist gut für ihn. So schlimm es auch klingen mag, aber es ist gut für ihn, damit er nicht noch damit weitermacht. Ja. Naja, auf jeden Fall, diese Leute verbreiten viel Unheil, und
Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah wa ta'ala, sagte, dies ist überliefert über drei Freunden des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und zwar, dass also der Sahir umgebracht worden ist. Über Umar, über Hafsa und über Jundub al-Khair, den wir gerade eben erwähnt haben, radiallahu anhu wa arda. Ja. Liebe Geschwister, machen wir kurz, alhamdulillah, 2 Minuten Pause und dann machen wir inshallah weiter. Sallallahu alaihi wa sallam.